Anna Vogel vorstellen, die die zweite Ausstellung hier macht, nach 2 Jahren wieder mal. Mittlerweile dann auch im letzten Jahr eine Ausstellung in Berlin bei Sprüth-Magers. Das heißt, in den 2 und viele andere Gruppenausstellungen, die ich jetzt nicht auflisten möchte, in den 2 Jahren, seitdem sie ihren Meisterschüler bei Andreas Buski gemacht hat, ist ganz viel passiert. Und wir haben in der letzten Ausstellung sehr viele Arbeiten mit Landschaftscollagen und Landschaftselementen gehabt, die also auch gewisse Interventionen noch enthielten. Und hier sehen Sie jetzt einen neuen Schritt in der Arbeit, der auch ganz anders daherkommt. Das heißt, anders in der Materialität, anders in der Gestaltung. Die Fotografien hat die Anna alle selber inszeniert und bearbeitet. Und hier zum Beispiel kann man auch sehen, das ist also nicht nur die fotografische Seite, sondern dieser Farbnebel ist dann noch manuell mit Hand hinein. Also im Grunde auch hat auch diese Arbeit Unikat-Charakter dann. Es sind 3er-Auflagen und Sie haben ja hier alle Arbeiten gesehen. Es ist nicht so leicht, alles auf einen Nenner zu bringen, aber Sie haben die Chance, wenn Sie jetzt Fragen haben, Anna Vogel direkt anzusprechen. Das hat man ja selten und die Chance sollte einfach wahrnehmen. Als erstes, wann? Also in den 2 Jahren sind wir auch beobachtet. Haben Sie ja jetzt schon, sind Sie ja schon als Shooting-Star der Szene, würde ich sagen, ja? Nein, Sie haben ja 2 der wichtigsten Galerien auch schon, ne, wo Sie ausstellen, also einmal Sprüth-Magers in Berlin und heute sind wir ja hier in Düsseldorf anlässlich des Flingern-Rundgangs bei der Galerie-Conrads. Und ich würde ganz gerne mal fragen, ja, wie sehen Sie denn jetzt, Sie haben sich ja doch sehr distanziert schon von der Becherschule. Ihre Arbeiten sehen ja total anders aus. Was würden Sie sagen wollen? Also diese Frage zur Becherschule, die kommt eigentlich immer nur wieder hier in Düsseldorf. Kaum verlasse ich diese Stadt, gibt es diese Assoziation nicht so stark. Und ich muss sagen, ich habe mich auch nie als Becherschülerin so stark gefühlt. Ich habe mich mit dieser Schule nicht wirklich identifiziert von Anfang an. Also ich habe angefangen bei Thomas Ruff zu studieren. Genau. Und ich habe mich in dieser Aber ich habe mich nicht in dieser Folge begriffen und glaube ich auch in dieser Art nie fotografiert. Ich habe nämlich ganz pathetische, inszenierte Fotos gemacht am Anfang des Studiums. Und dann habe ich ja bei Christopher Williams studiert, der gar nichts mit der Becherschule zu tun hat. Klar, dann wieder bei Andreas Grussi, da könnte man jetzt wieder die Verbindung sehen. Aber der hatte eine ganz freie und gemischte Klasse, in der alle Medien und Techniken vertreten sind. Also nicht nur Fotografie, das wollte er ganz bewusst so. Deswegen hat sich diese Frage für mich nie gestellt, ja? Distanziere ich mich davon oder reihe ich mich da irgendwie ein? Ja, aber Sie haben jetzt ja auch eine andere Art der Art von, wie Sie Fotos bearbeiten. Jetzt können Sie ja noch analog arbeiten und jetzt haben Sie ja auch Photoshop dabei, offensichtlich, und auch einen Computer. Computer und damit included Photoshop waren immer Werkzeuge für mich. Man sieht es nur in den Arbeiten, die Sie jetzt meinen, nicht so stark, weil da wirklich diese handwerkliche Arbeit trotzdem im Vordergrund steht. Also das sind ja Collagen, das heißt, ich habe da viel geschnitten und zusammengeklebt, auch mit Farben gearbeitet. Hier an der Wand sieht man das noch ein bisschen mehr, auch reingezeichnet. Aber trotzdem hat der Computer auch eine Rolle gespielt. Ja? Und ich fotografiere ungefähr seit 10 Jahren nicht mehr analog zum Beispiel. Ja. Ja? Und dann ist der Computer nicht unerlässlich. Nein. In den älteren Arbeiten, oder gar nicht älter, ich arbeite ja immer noch so parallel weiter, ne? Hat mich schon dieses mit den Händen arbeiten, fand ich spannend. Ne? Aber ich habe eigentlich fast gar nicht selbst fotografiert und das mache ich jetzt wieder. Also alle Arbeiten, die jetzt hier zu sehen sind, habe ich wirklich wieder richtig im Fotostudio fotografiert. Also eigentlich so ein bisschen zurück so zum klassischen fotografierenden Arbeiten. Aber Sie haben ja auch gesagt, ziemlich klein. Eigentlich alle diese großen Fotografen ja riesengroße Formate machen. Wann werden Sie die machen? ich sehe da keine Eile. Ja.
wenn es passt zum Motiv und zur Arbeit, ja, wenn sich das so entwickelt. Also für mich ist groß nicht besser, ja, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist für mich jetzt auch keine interessante Frage. So, Aber ja, gut, aber ich sehe, dass ja überall in der Welt, bei Gurgeln sind und egal wo man ausstellt, einen wandgroßen Kunst hängt. Ja, interessiert mich irgendwie nicht. Ne? Das mag kommen, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Es entwickelt sich immer eine Arbeit aus der anderen. Auch wenn ich jetzt so eine neue Serie zeige, dann habe ich das nicht vorher so geplant, sondern ich habe erst einmal eine Arbeit gemacht und dann weitergeschaut. Ne? Ja, ich habe den Artikel gelesen, den das Art Kunstmagazin macht. Mhm. Und da ist ja so ein kleiner Fragenkatalog. Ne? Mhm. Und das, was mich am meisten jetzt interessiert hat, Sie sagen Wohnort Banana Republic. Mhm. Das hätte ich doch ganz gerne mal annehmen. Also, ich bin ja, darf ich jetzt hier mal fragen, 1981 geboren. Und alle Titel, also alle Antworten sind Musiktitel aus dem Jahr. Das ist ein bisschen humorvoll zu verstehen. Ach so. Das ist noch gar nicht gesehen. Ich hatte nur Rabatt. Das ist jetzt eine totale Ablehnung. Nein, das ist keine Beleidigung des Rheinlands. Ja, wir sind hier mit dem Club of Art und möchte von euch vielleicht jemand noch eine Frage stellen. Ja, ich hätte gerne gewusst, was die Idee dahinter steht. Oder was Sie als Aussage vorstellen. Dass ich was gelernt habe, ich habe was im Kopf, aber ich möchte wissen, was Sie Also eigentlich Ausgangspunkt zu dieser neuen Arbeit war die Thematik Schwerelosigkeit in verschiedenen Sportarten. Also ganz viele Sportarten beinhalten das ja sehr stark, ja, dass man es vom Boden abhebt, indem man turnt oder ein Salto macht oder Skispringt oder Ihnen fällt wahrscheinlich selbst ganz viel dazu ein, zum Beispiel auch beim Motorradfahren, wenn ich mich in die Kurve lege und die Zentrifugalkraft ganz arg spüre. Und so hat es angefangen, dass mich ein Motorradfahrer, also er hat mich nicht verfolgt, aber ich habe mich verfolgt gefühlt, er ist mir die ganze Zeit hinterhergefahren, nachts auf der Autobahn. Und ich dachte, das ist ein bisschen unheimlich, ich sehe das Gesicht ja nicht, es reflektiert zu stark das Visier. Und das war so die initiale Arbeit. Dann habe ich aber gemerkt, so in der Arbeit, ich musste ganz viel Accessoires kaufen und Sportanzüge und war in verschiedenen Foren, um diese Klamotten zu bekommen, dass mich immer mehr diese Oberflächen interessieren. Also wie zum Beispiel hier halt dieser Neoprenanzug oder diese glänzende, diese Haptik halt von diesen Helmen. Ja. Entschuldigung. Und dann hat sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass Schwerelosigkeit ja, aber man braucht immer gleichzeitig noch diesen Schutz. Ne? Das heißt, ganz überwinden kann man das nicht, die Schwerkraft, sondern man ist immer noch so anhaftend an der Erde und braucht so irdische Hilfsmittel. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Sehr interessant, ja. Ich habe dabei an Weltraum, Astronauten und Galaxien gedacht. Ja. Das ist auch eine Assoziation natürlich. Ja. Sind natürlich Spiegelzeichen. Ja. Ja, das ist ein Rückspiegel aus der Formel 1. Ah ja. Vom älteren Formel 1-Wagen. Ja, was mich jetzt noch interessiert, wie sehen Sie jetzt Ihre Zukunft? Wo sehen Sie die jetzt? Oder denken Sie darüber nach? Ich lasse mich überraschen. Nein, ja. Das kann man gar nicht als Künstler planen und nicht wissen und nicht sehen. Also es entwickelt sich. Können Sie denn schon von Ihrer Arbeit leben? Von Anfang an, ja. Ja? Gut. Gut ist relativ, ja. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, schön. Ja, gut. Dankeschön.
Thank you.